Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Weil wir so viele Fragen bekommen haben bezüglich den Japan-Importen, wollten wir einfach ein gemeinsames Video, ich und der Max, hinter der Kamera, der Importmeister persönlich der bayerischen Fahrzeuge, wollten wir euch nochmal zusammen ein Video machen und vor allen Dingen zeigen, was bei uns jetzt so Schönes auf dem Hof steht. Das ist ja US-Import, um den geht's heute nicht. Seht ihr die schönen Spaltenmaße an der Motorhaube vom Unfall? Das ist noch so was, was mich so ein bisschen, nervt. Triggert. Und seitdem ich jetzt meine Cup 2 drauf habe, schleift es vorne. Triggert dich das auch? Ja, das triggert mich. Triggert dich alles? Ja, Alpina B10 3,3 Liter ist jetzt auch aus Japan angekommen. Ich glaube, letzte Woche erst. Ist ein echt wunderschönes Auto. Baujahr 2004, hat jetzt um die 170.000 Kilometer runter und ist ein richtig schönes Auto. Also gefällt mir wirklich ziemlich gut. Gefällt er euch? Gerade jetzt von hinten. Gerade von hinten mit dem Spoiler drauf. Der steht schon richtig gut da. Ja, so ist der E39 vom Schiff gekommen. Also der sieht auch wirklich, also er müsste einmal definitiv gewaschen werden. Und genauso wie das Auto jetzt hier steht, ist er vom Schiff gekommen und wurde mit den LKW hierher gebracht. Zu dem Auto, wenn euch das interessiert, können wir eigentlich mal ein separates ganzes Video machen. Wenn ihr das Fahrzeug mal richtig vorgestellt haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann zeige ich euch das mal in einem einzelnen Video ganz genau und dann können wir noch mal fahren. Ah, ja. Die kommen aus Russland. Ja, vielen lieben Dank nochmal für die ganzen Nachrichten, als die Juno in der Tierklinik war. Geht dir wieder gut. Ja, die hatte nämlich was in der Nase stecken und da hat ihr rechtes Nasenloch die ganze Zeit geblutet und geeitert. Es war sehr unschön, es waren ganz schwere Stunden in der Tierklinik. Ich glaube, ich habe die ganzen Tage nur geheult. Jetzt geht es ihr zum Glück einigermaßen wieder besser. Eine richtige Tuning-Schleuder könnte man es eigentlich nennen, richtig vertuntes Auto. Was hier aus Japan gekommen ist. Also die Jungs hier in Japan haben sich Mühe gegeben. Max fängt jetzt schon an, den komplett wieder auf Original umzubauen. 435 hatte ich auch mal. Und wir waren uns am Anfang nicht so richtig sicher, ob das geklebt ist, also Folie ist. Aber die haben anscheinend dann nochmal, ich weiß nicht, ob es Folie war, und die haben dann nochmal mit Klarlack drüber gepinselt. Auf jeden Fall schaut es nämlich hinten so aus. Auch eine richtig geile Scheibentönung. Die Endrohre habt ihr schon runter gemacht, oder? Ja, die linke Kofferraum. Ne? Die waren richtig geil. Auto ist zu wahrscheinlich, oder? Ja. Die waren schön pink. Also so optisch schaut er eigentlich ganz gut aus, bis auf das halt jetzt hier ist es Folie und hier könnt ihr, ich weiß nicht, wo hat man das gesehen? Hier an den Stellen könnt ihr es sehen. Hier wurde anscheinend dann doch mal mit Klarlack dann nochmal drüber gepinselt. Und ihr hattet ja mega viele Fragen zum Auto, zum Ersteigern. Und das machen wir auf jeden Fall gleich drinnen. Jetzt wollte ich euch noch ein Auto zeigen, wie das Auto ausschaut, wenn es halt direkt vom Schiff runterkommt. Da haben wir einen. E46 M3. Die Jungs haben jetzt schon angefangen, ein bisschen was zu machen. Gerade jetzt, die Nebler sind jetzt raus. Die standen unter Wasser. Dann hatte er hier am Kotflügel noch eine kleine Delle gehabt. Haben sie aber auch schon rausgedrückt. Das war ein kleiner Transportschaden, glaube ich. Ja. Und hier auf der Seite ist halt der Blinker etwas kaputt. Lässt sich jetzt nicht vermeiden und finde ich jetzt nicht tragisch. Es geht ja wirklich darum, ja, von der Substanz her halt ein gutes Auto hat. Darum geht es ja den meisten Leuten. Und können auch gerne mal um das Auto rumgehen. Also hier jetzt an den Leisten. Ja, ich denke, wenn man die einmal ordentlich poliert. Das sind kleine Sachen, machen wir alles frisch. Oder hier haben wir uns auch wieder gerade die Dichtungen in der Sonne. Werden die gerne mal spröde hier. Aber die Leisten sind teuer. Die sind teuer. Die brauche ich nämlich bei meinem E46 auch noch. Ich glaube, 300 Euro ein Stück. Ich glaube. Das ist aber noch billig, weil eigentlich sind das Shadowline-Leisten und die kosten 1200 Euro das Stück. Günstig. Ziemlich günstig. Am besten von dem Auto finde ich die Endrohre. Erinnert mich an der Trompete so ein bisschen.
Dichtungen müssen halt wirklich überall dann noch erneuert werden. So schaut er jetzt im Innenraum aus. So ist er aber nicht ganz gekommen, denn einen Sitz habe, glaube ich, ich in meinem Auto drin. Weil ich hatte ja meine Innenausstattung verkauft und warte jetzt eigentlich noch auf meine richtigen Sitze. Deswegen haben wir einen hier raus gemopst und... Ja, den anderen arbeiten wir gerade auf. Ja. Das ist jetzt einfach nur, dass man raus und reinfahren kann quasi. Also der Sitz kommt auch nicht aus diesem Auto. Also wenn er euch jetzt wundert. Aber die Rückbank, die sind drin. Ja, die Rückbank, auf einmal die Kamera hier. Kann man euch mal vormachen. Perfekt. Die Rückbank schaut halt aus wie neu. Ja, die vorderen Sitze waren eigentlich auch tippitoppi. Ja, das sind ja die, die glaube ich jetzt in meinem Auto drin sind, oder? Weil ja, die schauen eigentlich noch richtig gut aus. Und der hat jetzt, glaube ich, können wir gleich mal gucken, über 200.000, ja, 260.461 Kilometer. Ist schon nach Hause, man könnte fast mit meinem mithalten, mit seinem 300.000. Aber trotzdem, können wir vielleicht mal kurz anmachen, dass er den... Der Sitz ist perfekt. Uns gleich mal noch Motorraum an. Der braucht halt jetzt wirklich mal ein bisschen Pflege, aber das ist wenigstens ein ehrlicher Motorraum, denn hier siehst du wirklich, dass keiner noch mal drüber geduscht hat und nicht noch mal irgendwas vertuschen wollte. Deswegen sage ich, ehrliche 260.000 ja, sind besser als unehrliche 100. Richtig. Wir können uns Wir haben ja noch einen E60 M5. Wir hatten ja euch damals mal den weißen E60 M5 gezeigt. Wir haben jetzt noch einen da. Aber ich bevor denke, ich... Ladetechnisch ist es besser, wenn du wieder ausmachst. Ja, einen Moment. Aber krass, oder? Eigentlich, der schnurrt wie ein Kätzchen. Das habe ich auch schon dem Kunden gesagt. Also ist natürlich jetzt, machen wir nicht, aber mach hier eine Motorwäsche und dreh auf 120.000 zurück. Wenn du keine Ahnung hast, weißt du das nicht? Ja. Und, ja, das Einzige, was bei dem halt wirklich ist, den seine Dichtungen geben halt jetzt wirklich nach 260.000 Kilometer geben halt jetzt überall den Geist. Aber eine Dichtung zu wechseln ist jetzt auch kein Akt. Also wenn du hier 500 Euro Dichtungen wechselst, dann hast du ein picobello Auto. Ja, und ein bisschen hier Motorraum sauber machen. Du siehst halt ja auch schön, Kotflügel wurden noch nicht aufgemacht. Das schaut alles noch original aus. Ja. Deswegen haben wir den gekauft. Grob, also zu 95% weißt du immer, was du kriegst. Und meistens bis jetzt war es immer sogar besser, muss ich sagen. Vielleicht kommen wir von... Am besten, du blendest es vorher mal ein. Ja, wir können ja gerne mal ein Bild einblenden. Und jetzt kommt mal mit, wie er jetzt ausschaut. Jetzt haben die Jungs schon mal ein bisschen was gemacht. CSL-Deckel hat er bekommen, CSL-Räder. Die Leisten sind ab. Die hatten ein paar Kratzer, die werden auch noch lackiert. Und schaut euch mal bitte an, wie schön der jetzt dasteht. Vorne Carbonlippe haben sie abgemacht. Die Chromnieren wieder rein. Originale Scheinwerfer. Jetzt schaut er schon richtig geil aus. Also, wenn im Vergleich zum Vorjahr mit den Bräten-Felgen. Tausendmal besser so. Auch im Innenraum. Also, ich finde, den Innenraum schaut einfach wunderschön aus. Hier haben sie auch die Leisten neu gemacht. Auch jetzt gerade so alles, was mit Softlack war, auch nochmal alles neu gemacht. Es schaut gleich viel, viel besser aus. Soll ich mal auf die andere Seite kommen? Ja. Der hat jetzt 100.000 Kilometer runter, SMG, aber hier kannst du echt wirklich nicht meckern. Der schaut innen wie außen richtig gepflegt aus. Das Einzige, was du wirklich noch machen musst, ist einmal putzen. Aber ansonsten kannst du bei dem hier gar nicht meckern. Ja, wir haben nur ein bisschen sauber gemacht, den Teppich gesaugt, aber die Grund... Also richtig aufbereitet noch nicht. Das kommt erst, machen wir erst, wenn der TÜV ist und so. Das kannst du echt nicht mehr machen. Guck mal anders an, das Ding sieht aus wie neu. Das hier waren ja so Aluleisten. Mhm, die sind die jetzt haben wir ganz leicht lackiert. In so einem Seitenmatt. Ist richtig geiles Finish geworden eigentlich. Ja, das schaut richtig gut aus. Ja, bei dem E60 M5. Wenn man ein bisschen drunter kommt, da könnt ihr euch mal anschauen, wie die von unten aussehen. Ich glaube, was macht er jetzt? Bläulager-Service bei dem? Warte mal, ich muss auf die andere Seite, das mit der Belichtung klappt gerade jetzt. Mit der Belichtung klappt gerade. Genau, der bekommt Bläulager und die Hochdruckleitung für die Vanus. Und dann wird er aufbereitet und das war's dann eigentlich schon. Ja, aber schaut euch mal an, wie der von unten ausschaut.
komplette Vorderachse schaut auch wieder aus wie bei dem weißen 60 M5. 108.000 Kilometer hat er. Hier, nichts am Getriebe. Es schaut alles aus wie neu. Abgasanlage. Also, da kannst du nicht meckern. Da sehen manche deutsche Autos, die im Winter leider gefahren wurden, schon wesentlich schlechter aus. So, und jetzt wollen wir euch einmal die Auktion mal zeigen im Internet und vor allem mal zeigen, wie das funktioniert und eure Fragen beantworten. Und das machen wir zusammen mit Max. Echt? Ja. So, jetzt können wir dann mal hier einmal sehen, das ist die Seite, wo man halt auf die Autos bieten kann. Und Max, du kannst jetzt mal erklären, wie genau das funktioniert. Also wir fangen an mit Japanese Auctions, logischerweise. Dann ist natürlich die Frage, welches Modell oder beziehungsweise welchen Hersteller möchte man haben, gibt eigentlich alles. Das könnt ihr ja sehen. Tesla, Tank. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen BMW. Ui. Oder BMW Alpina. Nee, ist nichts drin. Okay. Nehmen wir einen BMW. Was machen wir? Ein Dreier? Nehmen wir mal einen Dreier, gibt es, denke ich, genug. Genau. Fängt dann quasi so an, dass die neuesten Modelle oder die frischesten Auktionen, jetzt in dem Fall die neuesten Modelle drinstehen, also der neueste ist hier aktuell ein 330e. Macht das Sinn, neue Autos zu importieren oder sind die... Nee. Okay. Die Preise sind nicht wesentlich billiger als bei uns und wenn du dann noch Transport und Zoll drauf rechnest, bist du 1:1 oder sogar teurer, deswegen rentiert sich's nicht. Ja. Genau, ich mache so, klick quasi auf das Jahr, dann schlägt das um mit dem ältesten Auto, das aktuell inseriert ist. Das ist jetzt wahrscheinlich ein 1992er E30. Genau, dann kann man das hier öffnen. Cabrio, Linkslenker, Automatik, ganz oft, weil die Japaner wirklich viele Automatikautos bestellt haben damals. Ja, und dann siehst du hier eigentlich, wie Immobilie auch, Detailbilder. Von Sachen. Ach krass, du hast schon direkt Detailbilder mit da drin, weil die hatte ich nämlich, als ich damals reingeguckt habe, also, nie gesehen. Wenn du da nicht weißt, was du kriegst, wie es ausschaut, steht hier alles, dann hast du rechts ein Auction Sheet, hier ist die Karosserie beschrieben. Wenn da zum Beispiel ein X ist oder so, heißt es hier Kotflügel, der wurde schon mal ersetzt. Dann hat das Auto originale 87.000 Kilometer gelaufen, das siehst du dann hier. Ist ein 2000 Kubik Motor, das heißt 320i, 6 Zylinder. Genau, hier steht es nochmal, BMW 320i, Zustand 3,5D. Gebrauchtes Auto mit einem wahrscheinlichen Unfallschaden oder Nachlackierungen. Ja, jetzt weißt du. Was ist jetzt, wenn, das ist jetzt schon ein älteres Auto, würde es drin stehen, wenn jetzt zum Beispiel Unterboden rostet oder irgendwelche rostigen Stellen? Das steht alles hier. Das lassen wir uns dann von unserem japanischen Freund da drüben übersetzen. Also alle gravierenden Mängel, die sind dann hier auf der Liste aufgezeichnet. Da steht dann drin Lack, Unterbodenrost, Scheiben undicht, Motor klackert, Ölverlust, Check Engine leuchtet. Hier steht schon irgendwas mit Check. Also das lassen wir uns übersetzen in Englisch oder Deutsch und dann wissen wir genau, was wir kriegen. Okay, also diese Angebote, das macht die Auktion, das Auktionshaus selber. Also quasi kannst du dir da sicher sein, dass das zu 100% passt und das macht nicht derjenige, der das Auto verkauft. Nee, Privatleute gar nicht. Das ist immer die Auktion. Also das ist immer das Auktionshaus, das ist immer dasselbe. Hier jetzt ein rechtsgelenkter 318i, E46 Facelift. Siehst auch alles hier picobello. Auto ist quasi im Neuwagenzustand, jetzt von der Karosse oder so. Und der Score, der da oben steht, 3,5, das geht bis 5. 5 ist wahrscheinlich dann... 5 ist das Beste und ja, normaler gebrauchter Zustand sind so zwischen 3,5 und 4, teilweise auch 3, aber 3 fängt dann schon an, die Bastelbuden. Wir können ja mal bei den M3 reinschauen. Ist jetzt nichts mehr drin, zum Beispiel eine 36 M3. Wie? 138.000 Kilometer, Score 3,5, also... Das ist eine Bastelbude, man sieht schon, Scheinwerfer hier, Haube getauscht, Kotflügel getauscht, Türen lackiert. Man sieht es, gebastelt, ne? Aber den kann man wieder schön machen. Ja klar, aber du weißt, was du kriegst. Ja. Und Unterboden sind fast nie Bilder drin, aber du weißt eigentlich immer, dass die Dinger picobello sind. Schau also, mal hier, ein E46, M3. Ja, und für Detailbilder ist es so, also ich habe einen Kollegen, das ist das ganz Coole, mit dem ich businesstechnisch ja auch über meine Firma zusammenarbeite. Und wie es der Zufall will, wohnt er 5 Fahrminuten von dem Auktionshaus entfernt. Und wenn ich sage, da steht ein Auto auf dem Yard, was mich wirklich brennend interessiert, fährt er dahin, macht ein Video und schickt es mir per WhatsApp.
Und wie läuft das jetzt ab, wenn man auf ein Auto bieten möchte? Ja, dann musst du dir natürlich erstmal auswählen, auf was möchtest du bieten. Müssen wir jetzt mal gucken, was noch aktuell ist. Der hier ist zum Beispiel drin am 31.05. Ein M6 Grand Coupé. Genau. Schön. Linkslenker. Ja, 65.000 Kilometer, Zustand 4. Genau. Und dann, wenn du dir sicher bist, ich gucke jetzt nochmal, vielleicht ist noch irgendwas drin, was wirklich relevant wäre für uns. Nee, das ist ein Linkslenker. Ja, nehmen wir einfach mal den. Genau, wenn dann alles so passt, was ich mir hier vorstelle und so weiter, dann habe ich hier oben mein Kästchen, also wenn ich auf der Seite registriert bin und mein Geld hinterlegt habe und Autos kaufen darf, dann muss ich hier mal meine Währung eingeben, also Rubel, Pfund, Euro, US-Dollar und Yen. In unserem Fall Euro, so kann man es ganz leicht umrechnen. Ich biete jetzt auch dieses Auto, was wäre mir wert? Sagen wir mal 14.500 Euro. Make a bid, I agree with terms, also ja, zack, your bid is successfully. Wenn ich jetzt hier auf mein Electronic Office gehe, dann sehe ich jetzt meine aktuellen Fahrzeuge, die ich gerade biete. Und dann habe ich hier quasi den Preis drin, den ich biete, Daten zum Auto und wann die Auktion stattfindet. Das war's. Und wenn jetzt systemintern keiner mehr drin ist, der mehr bietet als 14.500 Euro, dann überbietet das System quasi immer den Niedrigbietenderen um ein paar Euro und dann habe ich das Auto. Ja, in dem Fall werde ich natürlich diese Auktion jetzt wieder canceln, weil ich mich eigentlich nicht reell für dieses Auto interessiere, aber so läuft es dann ab. Wir hatten ja noch ein paar Fragen bekommen und ich würde sagen... Machen wir draußen. Machen. Super Wetter. Also, eine Frage war zum Beispiel, gibt es technische Unterschiede zwischen japanischen Autos und den EU-Autos? Aber eigentlich sind ja die japanischen Autos... Genau wie die EU-Autos, nicht so wie bei den USA importiert. Ja. 210 km/h V-Max teilweise, je nachdem wie neu das Modell ist. Heißlandausführung, das heißt je nach Modell auch wieder größere Kühler, was ja auch wieder besser ist eigentlich. Km/h-Tacho, Temperaturanzeige in Celsius, EU-Abgasanlage, nö. Genau dasselbe eigentlich. Das Einzige, was ihr immer tauscht, sind ja die Scheinwerfer. Ja, genau. Das wegen Rechtsverkehr. Umkodieren, weil es halt auf Japanisch, Chinesisch ja. ist. Ja, gut, das ist ja normal. Die Japaner haben nur eine Nebelschutzleuchte. In Deutschland musst du zwei haben, weil es wahrscheinlich nebliger ist. Weiß ich nicht. Das rüst man nach, aber das ist alles Pipifax. Also, ich glaube, die meistgestellte Frage ist, wo liegt man da preislich? Genau, aber wie günstig ist der M3-Bruder? Das ist bei mir auch die meistgestellte Frage. Aber das kann man eigentlich so gar nicht pauschalisieren, weil es ja ist wie bei eBay, du bietest einfach auf dem Auto und wenn jemand halt, du bietest 16, der andere bietet 18 und du bietest 19 und du... Das ist Glück, ja. Das ist Glück und das Glück, was du haben musst, ist das nicht noch so ein... Dass nicht noch so ein Gestörter auf der Plattform nachts um 3 unterwegs ist wie du, der dann sagt, ich will jetzt unbedingt einen 3 haben. Und obwohl er nicht 20.000 Euro wert ist, biete ich 25.000 Euro, weißt du? Dann ist scheiße, weil der Preis geht in die Höhe. Sonst, du kannst ein Auto regulär, wenn kein Mindestpreis angegeben ist, für 5.000 Euro steigern oder so, oder für 10. Ja. Und die Zollgebühren richten sich ja dann nach dem Preis, was du für das Auto ausgegeben hast. Kaufpreis. Plus dann nochmal das, was du brauchst, um das Auto hierher zu bringen. Naja, du hast einmal den Kaufpreis, dann kommt es darauf an, wie die Auktion ist, ob dann das Auktionshaus normalerweise bekommt auch noch einen Obolus, wissen was die Leute, die das bearbeiten, also innerjapanische Kosten, die Kosten vom Auktionshaus zum Yard, die Kosten vom Schiff bis nach Rotterdam oder Bremerhaven, die Zollkosten, die Transportkosten nochmal vom Hafen hierher, also 4-5 Positionen kommen da nochmal drauf und je nach Kaufpreis zwischen 5 und 10.000 Euro, wenn es ein Auto ist, das so bis 30 kostet. Was prüft dann der TÜV genau bei den japanischen Fahrzeugen, damit die dann eine deutsche Zulassung bekommen? HUAU. Also eigentlich ganz genau wie... Scheinwerfereinstellungen, Verschleißteile, Reifen, Bremsen. Wie Standard Deutschland Hauptuntersuchung eben auch mit einer normalen Abgasuntersuchung. Und zusätzlich der Paragraph 21 für ein Reimportfahrzeug. Und da wird dann zum Beispiel sowas geprüft, wie passen die Scheinwerfer jetzt zur deutschen Fahrseite. Hat die Scheinwerfer, also allgemein die Beleuchtungsanlage, ist es die europäische Norm. Ja, und dann
Alles andere wie beim deutschen Auto auch. Also und dann kannst du mit dem Zettel quasi zur Zulassung gehen und dein Auto ganz normal anmelden. Ja, kriegst HUAU-Bescheinigung, wie vom deutschen Auto auch, wo dann draufsteht, Plakette zugeteilt bis, was ich was, Februar 25. Und den Paragraph 21, dazu kommen noch die Zollpapiere, dass der deutsche Staat auch weiß, dass du brav dein Geld an den Staat abgedrückt hast für das Auto, das du gekauft hast. Ja, genau, weil die müssen ja auch was davon haben. Wenn du dir ein schönes Auto kaufst, will die Angela ja auch was davon haben. Ne? In einem Land, in dem man mehr Steuern zahlt als alles andere, kann man da schon mal Witze drüber machen, würde ich sagen. Mhm. Aber eigentlich brauchst du ja solche Autos gar nicht mehr steigern, weil wenn die Grünen jetzt an die Macht kommen, dann kannst du nur Fahrrad fahren. Was findest du, was haben die japanischen Autos für Vorteile gegenüber den deutschen Autos? Das ist ein Streitthema. Geht es da explizit nur, weil sie günstiger sind oder weil sie Vorteile. Qualitativ schon doch... Also Geld ist, also muss ich ehrlich sagen, ja, die sind etwas günstiger als die deutschen, aber es ist nicht so, gerade bei den E46, das ist der Klassiker von morgen, beziehungsweise der Klassiker eigentlich schon von heute, die Preise steigen so enorm seit Jahren, dass es eigentlich kein wirklich krasser Schnapper mehr ist. Lass es 5.000 oder 8.000 Euro billiger sein als bei uns, aber das brauchst du ja auch für das Risiko, das du eingehst, falls du einen Haufen Müll ersteigerst, weißt du? Aber für mich ist die Substanz das Allerwichtigste von einem Auto. Ist mir scheißegal, wo der herkommt und wo er gefahren ist oder wie und was. Und siehst du doch die Autos auf der Bühne, kein Rost, nichts, die Dinger schauen aus wie neu. Das ist schon als Kfz-Lerherz oder Autokennerherz, mehr brauche ich gar nicht. Wenn da Dichtungen dran sind und eine andere Anlage und das Navi umgebaut, interessiert mich überhaupt nicht. Das Beste kriegst du auf den Schrott, weißt du doch selber. eBay-Kleinanzeigen, 200, 300 Euro, ein bisschen Leisten, ein bisschen Plastik, ist doch scheißegal. Aber wenn das Ding halt unfallfrei ist und kein Rost hat, ist es ja das A und das O. Das sagen auch viele, ja, das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Haben mir geschrieben, ja, aber guck mal, jetzt hast du einen Reimport und bla, und dann beim Wiederverkauf, also zum einen, dieses Auto kaufe ich ja nicht, wenn ich es unbedingt haben will zum Wiederverkauf. Was es im Wiederverkauf kostet, ist mir doch völlig wurscht, weil ich will es ja für mich haben, weil ich es geil finde und dann habe ich eine gute Substanz. So. Und jetzt lass mal nochmal 10, 15 Jahre ins Land gehen und dann such dir mal einen guten E46 M3. Ja, und dann ist es ja auch egal, ob es in Japan Import ist. Genau, dann gibt es nur noch Müll, wie bei E30 M3. So, und jetzt zahlst du für einen US-Import, zusammengeschustert aus 38. Hand, 100.000 Mal lackiert, Baujahr 86 mit 4 Austauschmotoren drin, ca. 80.000 bis 150.000 Euro, wenn du Pech hast. Warum? Weil es nichts mehr gibt. Ja. Deswegen ist es mir wurscht. Und ich kaufe nur in Japan, weil ich weiß, dass die Substanz absolut krank ist. Das ist ein super Gesprächsstoff eigentlich. Eigentlich müsste man Japaner-Themen oder Reimport-Themen mit Leuten diskutieren, die voll darauf brennen, nur deutsche Autos zu kaufen. Jetzt haben ja auch welche drunter geschrieben, ja, warum Japan-Importe kaufen, wenn doch in Deutschland so viele M3s sind. Ist alles Müll. Ist alles Müll. Also jeder, der E46 suchen will, kann unter diesem Video bestätigen, es ist nur Müll. Außer du gibst weit über 40.000 Euro aus. Und dann ist die Frage, kaufst du dir für einen 20er einen geilen Japaner, der wahrscheinlich immer noch besser ist als der für 40.000? Oder gibst du 40.000 oder 50.000 Euro für so ein Auto aus? Ist Sushi im Handschuhfach? Nee, aber Bengalo-Flaggen und so immer, Fackeln. Die Japaner benutzen es quasi als eine Art Warndreieck und die Deutschen benutzen es bei Hertha BSC gegen hier, oder wie heißt's, Rotterdam gegen Eindhoven oder so. Wenn du einen Unfall hast... Spaß beiseite. So, genau, hier ist quasi die Ladung. Und ich denke, es ist Magnesium Sun Flare, steht da drauf. Magnesium Zeug, Feuer irgendwie. Genau, und hier machst du es an. Und dann stellst du das wahrscheinlich auf die Straße. Und wenn jemand rüberfährt, fackelt er einfach ab. Das raucht halt auch wie die Sau, das ist echt krass. Das kostet ein 3 Bruder. Das kostet ein 5 Bruder. Gibt es so ein typisches positiv und negatives Kriterium an den Japanern? So irgendwas, wo du sagst, das finde ich blöd und das finde ich gut? Ja, blöd finde ich, es ist auch wieder, das ist blöd, nichts gegen, ich liebe Japaner, ja? Vor allem die Frauen. Spaß beiseite. Der Japaner ist sehr technikaffin und die lieben das Ultra, in diese Autos von Baujahr 2000, was ich was, oder 1995 Rückfahrkameras reinzubauen und Technik von 2021. Und dann ist es halt so, ein Deutscher, der würde es wahrscheinlich nicht aufs Armaturenbrett kleben oder schrauben. Also wenn er ein bisschen
Mitgefühl fürs Fahrzeug hat. Und da ist es halt wirklich so, bei ganz vielen ist das ganze einmal Turmbrett vollgeklebt, ne, mit Sensorik und Bildschirmhalter für so ein riesen Rückfahrkamera-Ding hier beim Alpina und so. Und das tut mir schon weh, weil das bekommst du eigentlich nicht mehr rückstandslos runter. Und ein Armaturenbrett tauschen ist jetzt seit einer Stunde gemacht. Ne? Pro ist auf jeden Fall, dass der Japaner gegenüber dem Europäer viel, viel, viel mehr Wert auf sein Auto legt. Also wer schon mal in Japan war, kann es bestätigen, wenn man da mal in so einem Traffic Jam feststeckt, also in einem Stau, und mal in andere Autos reinguckt, gibt es da wirklich zu 95% Leute, die mit weißen Handschuhen in ihrem Auto drin sitzen, wenn es ein schöneres Auto ist. Und das, denke ich mal, spiegelt dann auch diesen Innenraumzustand wieder. Wenn du Lenkräder siehst mit 250.000 Kilometern, die ausschauen wie in Deutschland nach 20.000 Kilometern, weil der halt jeden Tag in McDrive war und seine Currysoße dahin geschmiert hat. Ne? Letzte Frage, warum? Was noch ein Pro ist, was ich sagen muss, jemand, der in Japan so ein Auto fährt, verdient meistens mehr Kohle oder hat mehr Kohle. Und da ist es so, dass ja auch Parkplätze außerhalb sehr begrenzt sind. Das heißt, meistens, und das siehst du auch wieder im Innenraumzustand, stehen die außen in der Tiefgarage. Sind quasi nicht immer dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt. Ja, zum Beispiel bei uns im Carport, wo es zusammenstaubt und so. Und das siehst du eigentlich auch echt oft, dass es noch so saftig schwarz ist, alles im Innenraum halt. Ne? Das Armaturenbrett und so, das ist schon geil, ja. Ja. Letzte Frage, warum nur deutsche Autos und keine richtigen JDMs? Ja. Also Lisa kann es bestätigen, ich habe schon auf R33, R34, Skyline GTR, auf Supras MK4, auf Evo 8, Evo 9 Mitsubishis geboten, auf Subarus, aber die sind alle so fucking teuer, ey, das ist geisteskrank. Also GTR, R34, so was JP zum Beispiel hat oder jetzt hier aus unseren schönen Fast and Furious Filmen, forget it. Also, unter 50, 60.000 Euro Auktionspreis ohne Import und Zoll, das heißt, er steht für 80, 90 da. Gerade die GTRs, die gehen da, da waren letztens welche, die sind über 200.000 ausgegangen. Ja, wenn der ein Airbag hast und so weiter, richtig, oder ein Nismo-Paket, 150.000 Euro. MK4 Supra, wenn das ist, was du willst, mit einem 2JZ drin, auch 60.000 Euro. Also, da kriegst du 5 E46 im Dreh dafür, ohne Scheiß. Ja. Ja, das wär's mit dem Video. Wir werden euch auf jeden Fall jetzt einmal mitnehmen, weil ich demnächst auch ein Auto ersteigern möchte. Verraten was. Und da werde ich euch dann mal genau zeigen, Schritt für Schritt. Also es wird dann ein Video, was ich halt wahrscheinlich, wie lange dauert es? 2 Monate, bis das Auto hier ist. Was ich über 2 Monate lang filmen werde, das Video. Und das danach dann erst online kommt. Was kaufst du denn? Lass dich überraschen. Ich wäre für den 39 im 5 mal. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr ja mal unten drunter schreiben. Ey, 39 im 5 haben wir halt noch gar nicht gehabt, ne? Das stimmt. Hatten wir noch gar nicht, aber wir schauen einfach. Auf jeden Fall würde ich euch da Step by Step mitnehmen und zeigen, wie genau das abläuft und wie das Auto dann wirklich ausschaut, wenn es hier steht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Let's go.